Moin, moin liebe Leute und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauen-Stream. Heute zu einer neunten Folge Yoga, Sport oder wie ihr es auch nennen wollt. Bla bla bla. Genau, wir fangen mal an auf der Matte. Zwar gehen wir einmal in den Vierfüßler, strecken das Becken heraus. Ziehen den Bauchnabel lang. Dann gehen wir in die umgedrehte Position und machen einen Buckel. Schultern nach unten ziehen. Becken einknicken. Und dann wieder zurück. Gerade, meine Haare sind ein bisschen wuschelig. So, nochmal neu machen. Dann gehen wir von dieser Position einmal in den herabschauenden Hund. Ich versuche schön in die Fersen hineinzutreten, beziehungsweise den Rücken schön gerade zu machen. Mal immer in die Gerade und wieder zurück. Einmal mit Bewegung in die Ferse hineintreten, abwechselnd, als würden wir Schritt laufen. Bewegung in der Hüfte. Wieder zurück in die Gerade. Dann komme ich wieder zurück. Strecke das rechte Bein aus und ziehe das Knie zum Kinn. Das andere Bein schön ausstrecken, lang machen und nach vorne ziehen. Dann kommen wir einmal in die Cobra 1. Tief ein- und ausatmen. Und ich komme wieder nach oben. In die Gerade. Und ich bewege meine Hüfte nach links und nach rechts. Dann komme ich immer mit dem Bein nach vorne. Einmal nach oben. Jetzt manchmal mit den Schuhen ist es etwas unbequem. Daher etwas schwierig. Ich komme nach oben mit dem Bein. Die Arme nach vorne, Körperspannung halten, Arme nach oben und mit dem Bein zurückkommen.
wieder nach unten und lege mein Knie ab. Drehe einmal den rechten Arm und mache die Schulter frei. Ich versuche mein Bein zu mir zu ziehen, etwas die Wade zu strecken. Komme ich wieder zurück und wechsle die Seiten nach dem herabschauenden Hund. Da habe ich eine sehr gute Körperspannung. Ich nutze dies für meine Übung. Außer das Bein nach vorne. Ich komme auch hier wieder nach oben. Hier nach vorne. Und dann das Bein nach hinten. Na, Tutti. Komm her, Mäuschen. Dann kommen wir wieder nach vorne, legen das Knie ab und wir drehen einmal den linken Arm. Dann kommen wir wieder zurück. In den herabschauenden Hund. Ich ziehe das rechte Knie zur linken Seite. Versuche den Fuß etwas auszutreten. Das gleiche mit der anderen Seite genauso. Und dann komme ich wieder in die Gerade. Kommen wir wieder nach unten. Legen uns auf die Matte. Atmen einmal tief ein und aus. Mein neuer Teppich ist schön fluschig. Ich habe gedacht, es wird ganz schön rutschig heute hier, aber es geht doch. Wir sammeln die Kräfte neu. Ich nehme einmal die Hände auf die Oberschenkel, ziehe die Schultern zurück. Und hebe meine beiden Beine an. Dann komme ich wieder runter. Strecke alle Viere von mir. Und komme wieder zurück. Wir haben uns jetzt schon ganz gut aufgewärmt. Auf jeden Fall, mir wird warm. Ich komme wieder nach oben. Beine etwas auseinander und wir setzen uns auf unser Gesäß. Hände nach vorne,
lang machen. Wir nehmen einmal den rechten Arm unter den linken Arm, zieht die Schulter lang. Tut mir leid, wenn die Belichtung heute etwas komisch ist, aber die Sonne scheint rein. Es wird endlich schönes Wetter. Dann nehmen wir die andere Seite. Diese Seite scheint bei mir etwas verspannter zu sein. Oh, er macht sich immer selbstständig. Ich greife nochmal nach den Äpfeln und wechsle meine Schultern ab. Hin und her. Passieren wir wieder. Ich nehme einmal die Arme nach hinten, lege meinen Kopf auf die Matte. Wir trainieren jetzt etwas die Halsmuskulatur, und zwar ziehen wir die Schultern nach unten und kommen langsam mit den Armen nach vorne. In der Mitte drehen wir unsere Hände. Bauen Kraft auf und kommen mit den Händen nach vorne. Schließen Sie. Und kommen wieder zurück. Schließen die Hände auf dem Rücken. Und entspannen wieder. Das hilft auf jeden Fall, die Halsmuskulatur zu stabilisieren. Kommen einmal in den Schneidersitz. Eigentlich für den Anfang eher gedacht, die Aufwärmübung. Aber wir haben es heute mal gleich krachen lassen. So, wir lehnen uns einmal nach links. Strecken den rechten Arm aus, ziehen die Seite schön lang. Setzen die Hand hier ab und drehen uns. Gleiche nun auf der anderen Seite. Wir dehnen erst leicht den Rücken nach rechts. Ziehen den linken Arm schön zur Seite. Komm auf der Matte an. Und drehen unseren Oberkörper. Ich strecke nochmal meine Hände von mir, einmal Richtung Decke, ziehe die Schultern nach oben, Rücken gerade und komme dann nach unten. Ellbogen auf die Matte. Kopf schließt sich. Lasse mich entspannt fallen. Dann komme ich wieder nach oben. Ich öffne meine Brust, mache meinen Rücken gerade, Schultern nach hinten ziehen
Dann schließe ich mich wieder, mache einen Buckel, ziehe die Schultern nach vorne, wärme mich mit der Kraft auf. Meine Schultern sind angespannt. Und dann öffne ich mich wieder. Einmal wieder schließen. Und dann entspannen wir uns wieder, kommen zur Mitte zurück. Wir kreisen einmal die Schultern an der Rückenpartie frei, auch mal in die andere Richtung. Mal kreisen die Schultern. Bei mir knackt es meistens noch ziemlich deutlich. Aber das ist die Gelenkflüssigkeit, die noch nicht frei ist. So, wir nehmen einmal die rechte Hand nach hinten, spannen den Rückenmuskel an und die linke Schulter geht auf und ab. Dann wieder locker machen. Und das gleiche von der anderen Seite. Wir spannen den linken Muskel an vom Rücken und drücken die rechte Schulter auf und ab. Komischerweise ist die rechte entspannter, obwohl ich Rechtshänder bin. Aber es mag auch sein, weil man sie mehr bewegt vielleicht. Kommen wir wieder zurück in die Mitte. Ich nehme die Hände auf den Rücken. Versuchen Sie nach oben zu ziehen, um mit dem Oberkörper nach vorne zu kommen. Ich bleibe an dieser Übung dran im Moment, weil ich da schon mal mehr Fortschritte hatte und im Moment eher den Rückgang habe, warum auch immer. Entspanne ich wieder die Lage, komme nach oben und wir dehnen einmal das rechte Bein. Dann strecke ich das rechte Bein nach außen und drehe mich, strecke das Bein aus. Schön lang machen. Wir haben die Wade jetzt schon etwas vorgedehnt. Nehme ich den Fuß in die Hand und ziehe ihn zu mir. Ich bin jetzt schon mega am Schwitzen.
Lasse ich wieder locker. Drehe mich. Und versuche auf dem geraden Bein das Bein etwas nach außen zu schießen und mit dem Oberkörper, es geht schlecht, um mit dem Oberkörper nach vorne zu kommen. Wenn nicht, heben wir das Bein etwas an. Und komm einmal wieder zurück. Ich weiß immer nicht, ob das auch so viel mit meiner Hüfte zu tun hat, weil ich da so stark ungelenkig bin. Ich dachte immer, Yoga macht das alles besser. Aber manchmal ist man frustriert, wenn man eher eine Rückläufe macht als nach vorne. Aber man muss das immer vom Ausgangspunkt betrachten. Wenn wir bedenken, wie wir angefangen haben, sind wir natürlich schon ziemlich weit fortgeschritten. Für meine Verhältnisse zumindest. Ausstrecken wieder. Zur anderen Richtung drehen. Ich bin mal gespannt bei dieser Seite. Flexibel ich da bin. Fuß zu mir anziehen. Das sollte nicht das Problem sein. Wir haben die Wade ja früher schon warm gemacht. Guten Morgen. Eot. Good morning. Welcome. Paradise is not here, not in the cold town. Dann kommen wir wieder zurück und versuchen das gleich auch hier. Fuß so weit wie ihr könnt, also den Fuß so weit wie ihr könnt nach außen. Ist etwas schwierig für mich. Die Seite ist noch schwieriger als die andere Seite. Kurz lang machen. Umkommen. Wir dehnen einmal die rechte Wade. Es gibt manche Positionen, da fühle ich mich arg wohl. Heute ist es der herabschauende Hund. Aber es ist irgendwie tagtäglich anders. Wir heben das Bein. Deswegen machen wir das gleich auch nochmal. Und dann das Knie zum Kinn. Viermal. Dann die andere Seite. Diese Schuhe nerven mich heute aber auch ein bisschen. Alles wäre ohne Schuhe viel schöner. Ich weiß noch gar nicht, wie wir das machen, wenn wir nachher auf der Straße sind, aber ich denke, ich werde auch diese Schuhe benutzen müssen. Hier das gleiche schön durchstrecken, Ferse nach hinten rausdrücken und das Knie zum Kinn. So, wir gehen nochmal in den herabschauenden Hund.
Dann einmal in die Gerade. Versuche in dieser Position immer mich nicht so hart auf die Handgelenke abzustützen, sondern mich das Gewicht zu verteilen auf der Handinnenfläche. Wieder zurück. Und dann kommen wir einmal auf den Boden. Reicht jetzt mit genug hier Power. Ein paar Abschlussübungen. Mal stören die Haare natürlich. Kommen einmal mit den Füßen nach oben. Machen ein bisschen Bauchmuskeltraining. Wir nehmen einmal die Hände, strecken uns zur linken Seite und zur rechten Seite. Gehen dabei schön mit dem Rücken mit, aber auch mit den Bauchmuskeln. Wenn ihr nicht ganz hoch kommen wollt, ist ja auch nicht so schlimm. Das müsst ihr nach Belieben und nach Gefühl machen. So, wir kreisen einmal nochmal die Hüfte. Machen die schön locker. Jetzt auf die eine Seite. Dann auf die andere Seite. Ist meine Lampe schon wieder kaputt gegangen? Ich sehe das gerade oben an der Decke, die eine Glühbirne ist kaputt. Die Lampe wird auch irgendwann entsorgt. Die ist furchtbar. Die geht immer wieder kaputt. Ich strecke nochmal das rechte Bein aus, das linke angewinkelt zum rechten. Bauchmuskeln aktivieren, sodass wir mit der Hüfte nicht abknicken. Dann die andere Seite. Und dann entspannen wir. Zum Abschluss nehmen wir nochmal tief Luft. Und dann wird das ein schöner Tag. Ich hoffe doch, zumindest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, das war heute sehr powerful. Und ich mache später auf jeden Fall oder gleich demnächst noch ein bisschen Gameplay. Aber ich werde jetzt erstmal mit dem Hund raus und ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.